Herzlich willkommen zu schon wieder einem neuen Let's Play und es hat jetzt schon direkt gestartet, weil ich auf die Aufnahmetaste drücken musste. Ja, ihr habt es wahrscheinlich am Titel und so erkannt. BioShock Infinite. Ja, immer so viele neue Let's Plays und dann dauert es immer so ewig, bis sie zu Ende sind. Aber gut, eigentlich wollte ich mir das Spiel ja noch gar nicht so zum Start holen, aber da hatte Green Man Gaming dieses wunderbare Angebot, wo ich BioShock, Spec Ops The Line, BioShock Infinite und XCOM für 37,49 gekriegt habe. Und das vor Release, also Vorbestellung. Da dachte ich mir, warum nicht, ne? Und also habe ich es jetzt und dann dachte ich mir, na gut, wenn du es jetzt hast, warum let's playst du es nicht? Was ist? Ich let's play es. Also, dann starten wir aber auch mal. Ja, klar, ein neues Spiel. Ich habe ja noch nicht angefangen. Ist ja blind, wie ihr auch bestimmt oben gelesen habt. Ihr seid ja kluge Zuschauer. Ja, ich glaube, ich spiele mal lieber auf normal. Leicht langweilig mich und schwer werde ich zu oft sterben. So, BioShock. Ja, mögt ihr BioShock, während wir hier in der Ladepause, in der Ladezeit sind? Infinite, BioShock Infinite. Ja, also BioShock 1 und 2 habe ich ja geliebt. BioShock 1 war super. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. The mind of the subject will desperately struggle to create memories where none exist. Schön. Ich hätte vielleicht Untertitel so für Sprache einschalten sollen. Bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen. Moment. Optionen, wahrscheinlich bei Audio. Dialoguntertitel an. Ich hab die gerne an. Rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Interessantes Gespräch von den beiden. Ich fände es aber jetzt schon mal schön. Hier wären wir. Der Held spricht. Im Gegensatz zu BioShock 1 und 2 haben wir einen Helden, der spricht. Ah, ach so, hier, ich muss auch. Nicht. Das kommt schon noch. Muss der drücken. Irgendwann. Vermutlich schon. Okay, ein Leuchtturm. Sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir. Und ein Boot. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Silver Eagle, ah, okay, wir haben hier Geld eingesammelt, das ist schon mal schön. Wir gucken uns mal diesen hübschen Leuchtturm an. So, ja, was wisst ihr denn schon alles von BioShock Infinite? Ich noch recht wenig. Ich wollte mich da komplett überraschen lassen. Was haben wir hier? The Wit, bring us the girl and wipe away the dead. That is your last chance. Oh mein Gott. Okay, wir klopfen mal lieber. Entschuldigung, ich bin Booker The Wit. Ich glaube, sie erwarten mich. Of thy sins shall I wash thee. Okay. Waschen wir uns mal. Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Glück damit, Kumpel. Ja, ist gut. Nicht waschen. From Sodom shall I lead thee. Okay. Ist Sodom und Gomorra. Hallo? Durchsuche die Behälter nach nützlichen Objekten. Ein Telefon. Natürlich ist das Telefon tot. Warum sollte es auch nicht so sein? Na, durchsuchen wir mal den Schrank und nehmen alles mit. Ah, Geld und so, das
hier, Anzeige für Erfolge. Nein, Geld wird anscheinend noch genauso angezeigt wie in Bioshock 1 und 2. Insgesamt auch der Artstil ist sehr gleich gehalten. Wir können hier Wasser laufen lassen. Aber bisher könnte das jetzt auch aus Bioshock 1 stammen. To thine own land shall I take thee. Warum hier immer so... Blut. Warum immer solche Beatles-Zitate? Hi? Scheiße. Schön. Don't disappoint us. Okay, ich glaube, ich will euch wirklich nicht enttäuschen. In New Eden Soil shall I plant thee. Toll. Und ganz oben ist bestimmt jemand. Stimmt. Bestimmt. Nicht. Läuten wir mal die Glocken. Moment mal, diese Karte. Okay. Eins. Zwei. Zwei. Oh, das war jetzt ein schweres Rätsel. Aller Welt. What the fuck? Was zur Hölle ist das? Bestimmt nicht Aurora Borealis. Werde ich jetzt sterben? Oh mein Gott, das Teil wird gleich explodieren. Das ist eindeutig eine Zeitbombe, die hochgeht. Nein, das ist ein Konzert. Ach so, das ist nur ein Konzert. Und ich hatte schon Todesangst. Oh, durchsuch mal das Fass. Oh. Das sieht ja mal interessant aus. Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, denke ich auch, dass du dich in den schicken Sessel setzen sollst. Okay, gucken wir mal. Ja, genau das habe ich erwartet. Die Brücke dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Ja, ein Bioshock wäre kein Bioshock. Verdammt! Schön, dass unsere Waffe weg ist. Ein Bioshock, ja, wie ich sagen wollte. Ein Bioshock wäre kein Bioshock ohne so eine Tauchfahrtszene. Na, wobei Bioshock 2 hatte die ja nicht. 10.000 Fuß. Und irgendwie müssen wir ja hochkommen. Aber schön, wir uns darin spiegeln. Halleluja. Ja, Halleluja. Was? Schön hier oben. Gefällt mir. Werden wir auch wieder aufgefangen? Sieht so aus, ne? Ja, okay, das ist halt so typisch wie in Bioshock 1, diese epische Tauchfahrt runter, wo man das erste Mal Rapture sieht. Und wir sehen jetzt hier Columbia. Die Stadt in den Wolken. Spielt hier im selben Universum, aber halt, 20? Warte mal, das spielt, glaube ich, 1918. 40 Jahre früher. Ungefähr. Pi mal Daumen. Wuhu, erster Erfolg. Why would he send his savior unto us? If we will not raise a finger for our own salvation. And though we deserve not his mercy. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch. He has led us to this new Eden. Last chance for redemption. Ist echt scheiße, wenn ihr kein Englisch könnt, aber dann seid ihr eher am Arsch. Englisch sollte man heutzutage echt können. So, das sollte man hier schon wirklich alles verstehen. Das habe ich aber auch schon öfters in Videos mal erklärt. And the prophet shall lead the people to the new Eden. Haben jetzt irgendwie den Namen geändert? Ich dachte, diese Stadt heißt Columbia. Gut, ist auf jeden Fall nicht so creepy hier rauszukommen wie in Bioshock 1. Wisst ihr noch, wo der Splicer dann die ganze Zeit dagegen gehauen hat? Ja, das war schon echt schön.
So. Finde einen Weg in die Stadt. Ich tue jetzt auch einfach mal so, als hättet ihr alle Bioshock gespielt. Drücke nach oben um Hilfe. Ah, okay, da kann ich Hilfe suchen. Weil, ganz ehrlich, wer hat heutzutage nicht Bioshock gespielt? War hier gerade nicht noch eine kurze Nachricht? Ach so, da war bloß was mit der Hilfe. Das hier sieht schon mal schön aus und der Gesang ist auch schön. Ich überlabere den einfach mal die ganze Zeit. Dafür bin ich ja da. Ein Geschenk für mich. Es ist leer. Ist das ein Pip-Boy? Ja, das Geld nehme ich auf jeden Fall mal. Guckt ihn euch an. Ich kann leider nicht ranzoomen. Nein. Das sieht aus wie ein Pip-Boy. Also vom Gesicht her. Das sieht echt aus wie so ein Pip-Boy. Entschuldigung. Hi. Ich hier? Dem Himmelfreund oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Okay, die finde ich creepy. Aber gut, ich finde sowieso alle Religiösen irgendwo creepy. Schön, ja, das hier habe ich... Jedes Jahr, an diesem Tage, erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehen... Oh. Hätte der Prophet Biester. Unsere Feinde bei Prediger. Nie vernichtet und das Sodom unter uns tritt in den Kreis. Gucken wir es mal an. Neuer aus dem Sodom unter uns angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten. Okay, es heißt doch Columbia. Unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Ich will einfach nur hier durch. Ja, genau. Gute Antwort. Nur zu, Bruder. Ich gehe einfach mal zu ihm. Na gut, Taufe akzeptieren. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass es ein großer Fehler war? Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Ja, die wollen mich umbringen. Die wollen mich eindeutig umbringen. Oder eigentlich ja nicht mich, sondern Booker. Schon ein komischer Name, Booker. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Überwachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Richtige Antwort. Weg. Hau ab. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Nee, ich mach nicht. Nee, mach ich nicht. Ich geh da durch. Schön. Was ist das? Hau ab! Oh. Okay. Okay, okay, wir sind jetzt hier in der schönen Stadt. Bei Statuen, die ich irgendwie creepy finde. Die haben sehr viel mit Wasser, also für eine. Ja gut. Wo kommt das Wasser eigentlich her? Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Ja, gut, ja. Ich muss mir ja, du hast recht, Booker. Und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ja, ich liebe die Luft auch. Ich ertrinke nämlich auch nicht so gerne. So, und ich glaube, hier bei diesem malerischen Schrein machen wir erst einmal einen Cut und werden dann im nächsten Part weiter gucken, was uns hier in dieser Stadt voll dieser Verrückten alles so erwartet. Bis dann!